Ja, ganz herzlich willkommen. Disruptiver Wandel, Transformation, Digitalisierung, Riesenschlagworte. Wie schaffe ich es, diese Spannungen auch auszuhalten und anderen dabei Orientierung und Halt zu geben? Sei es in der Rolle eines Beraters oder als Führungskraft, gerade in diesen ungewissen Zeiten, wo andere Leute sehnsüchtig Halt suchen. Also auch wieder klassische Mechanismen greifen, irgendwie alte Entscheidungshierarchien, wahrscheinlich auch Macht- und Politikgefüge und so weiter. Das sind so Widersprüche in den Unternehmen gerade, wo irgendwie jedes Unternehmen seinen Weg gerade sucht, habe ich den Eindruck, und auch nicht weiß, ich will zwar agil sein, aber will mich nicht so aufstellen, ich will mich waschen, aber mach mich nicht nass oder ganz viel Unsicherheit gerade, ja, auch diesen Weg zu finden. Diese Ungewissheit im Sinne von, eigentlich weiß ich noch gar nicht, wo es hingeht. Mhm. Das ist noch sehr schwammig und jeder von uns hat eigentlich auch eine andere Vorstellung, wo es eigentlich hingeht. Das erlebe ich bei meinen Kunden in den Organisationen auch. Wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Kann ich überhaupt den Leuten was anbieten? Und so weiter. Diese ganzen Hoffnungen, Ängste, Befürchtungen. Wenn wir uns nicht als Einzelne oder als Organisation betrachten, wo geht die Gesamtentwicklung hin? Oder laufen wir gerade in so eine Destabilisierung? Ich habe da noch keine Antwort drauf. Ich wollte noch mal so ein bisschen die Frage stellen in diesen Dimensionen. War das früher eigentlich genauso? Ich glaube, wir hätten wir beide auch ganz gerne ein paar Impulse. Reine Eigenschaften. Wie retten wir die Welt so ganz ungefähr? Genau. So.